Die Privatheit, ist was Wichtiges, eine Errungenschaft der Moderne, und Geheimnisse zu haben, ist ein Menschenrecht und ein Selbstbestimmungsrecht. Dass ich was weglassen kann, dass ich bestimmte Dinge nicht preisgeben muss, ist eine wichtige Sache. Und wie ist das eigentlich mit der Autonomie? Bin ich autonom im Handeln, im Denken vielleicht, aber bin ich tatsächlich wirklich ein autonomer Mensch? Damit hat sich Michael Paun und Harald Welzer beschäftigt in dem neuen Buch Autonomie, eine Verteidigung. Jetzt freue ich mich, dass ich wieder mal mit Harald Welzer sprechen kann. Er ist Sozialpsychologe und Wachstumskritiker. Schönen guten Tag, Herr Welzer. Guten Tag. Warum ist es denn so wichtig, dass wir Geheimnisse haben können? Ja, das kann man eigentlich bei kurzem Überlegen, kommt man drauf, dass wir ja eigentlich vom ärztlichen Geheimnis über das Betriebsgeheimnis, über viele andere Bereiche in unserer Gesellschaft immer gesicherte Bereiche haben, in die niemand hineinschauen darf. Und dafür gibt es ja sehr gute Gründe. Wenn ich zum Beispiel ein anwaltliches Geheimnis habe, dann macht das ja Sinn, wenn ich jemanden vertrete und niemand schon vorher wissen kann, wie ich den dann vertreten werde und so weiter. Und insofern muss man sich mal klar machen, welche Rolle das Geheimnis eigentlich für das essentielle Verfahren in unserer Gesellschaft spielt. Also Geheimnisse zu haben, das kann man irgendwie nachvollziehen. Nicht jeder will wissen oder soll wissen können, wo ich surfe, welche Seiten ich mir anschaue. In meine Wohnung soll auch keiner reingucken. Das ist noch nachvollziehbar. Aber diese Geschichte mit den Rollen, dass ich als Mensch in verschiedene Rollen schlüpfen können muss, dass das eine Errungenschaft der Moderne ist. Wieso ist denn das so? Naja, weil sie einfach in vormodernen Gesellschaften, Mittelalter oder Antike, im Grunde genommen keine Rollen haben, zwischen denen sie wechseln können. Sie sind dann im Mittelalter, sagen wir mal, in eine bestimmte Eigenschaft hineingeboren, als Kind eines leibeigenen Bauerns oder meinetwegen auch als Aristokrat. Sie können aber diese Rolle nicht wechseln. Sie können dann nicht sagen, oh, ich entscheide mich jetzt mal, Kommunikationsdesign zu studieren oder sowas in der Art und mache jetzt was anderes. Dass wir in unterschiedlichen Funktionen auftreten können und damit in unterschiedlichen Rollen, ist selber ein Produkt der modernen Gesellschaftsentwicklung. So, und das ganz besonders Wichtige dabei ist die Unterscheidung zwischen privat und öffentlich. Dass es eine private Person gibt und eine öffentliche Person. Und beide bedingen einander. Wenn ich keinen Raum habe, in dem ich geschützt mich darüber austauschen kann, was ich als nächstes vorhabe oder wie ich Politik finde oder wie ich in einem totalitären Regime eine Widerstandsgruppe aufbaue, dann habe ich überhaupt keine Chance, politisch wirksam zu sein. Und diese Kategorie des Privaten ist gerade im Verschwinden begriffen. Das ist eine Gefahr, das schreiben Sie. Aber trotzdem nochmal zu diesem sozialen Rollenverhalten. Also ich muss hin und her switchen können, auch in öffentlichen Rollen als Vater, meinetwegen als jemand, der in einem Verein tätig ist, der sich engagiert, am Arbeitsplatz und so weiter, muss ich hin und her springen. Das ist so eine soziales Werkzeug, verstehe ich das richtig? Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie müssten immer in jeder Situation der gleiche sein. Dann würden Sie anfangen, mit Ihrem Zahnarzt ein Interview zu führen, während der eigentlich an einer ganz anderen Aufgabe arbeitet. So, das lässt sich natürlich beliebig fortsetzen, oder das, was jemand beruflich macht, ein Chirurg oder sowas, der bringt keine Arbeit mit nach Hause, sondern der ist zu Hause ein anderer Mensch. Politiker hoffentlich auch. Ja? Wir würden uns ja nicht wünschen, dass die privat genauso sind, wie wir sie im Fernsehen sehen. Diese Fähigkeit zur Rolle und zur Rollendistanz ist essentiell für unsere Form von Gesellschaft. Aber wie gesagt, vor allen Dingen essentiell auch dafür, wie man eigentlich als politischer, als mündiger Bürger überhaupt wirksam werden kann. Also das heißt, die Privatheit und das Geheimnis ist eine Errungenschaft der Moderne. Ja. Und Sie sagen, die ist tatsächlich in Gefahr. Naja, sie ist vielleicht sogar mehr als in Gefahr, weil wir ja alle wissen, und zwar zur Genüge, dass durch die sozialen Netzwerke, durch die Überwachungstechnologien, durch das Nachverfolgen jeder Bewegung im Netz, durch Unternehmen und so weiter, im Grunde genommen ja über unsere private Person inzwischen mehr bekannt ist, als wir selber jeweils über uns wissen. Stichwort Kaufverhalten oder Suchverhalten und so weiter. Und das bedeutet natürlich, dass vollständige Transparenz droht, und vollständige Transparenz ist gleichbedeutend mit der Abschaffung von Privatheit.
Sie sprechen in Ihrem Buch Autonomie, eine Verteidigung, sogar von einem staatlich-informationsindustriellen Komplex. Das klingt ja ganz schön barbarisch. Naja, was heißt barbarisch? Die Moderne ist halt nicht frei von allen Möglichkeiten. Und wir sehen es doch. Also wir diskutieren doch gerade über die wunderbaren Komplexe zwischen NSA und BND und dann den mühelos herstellbaren Verbindungen zu den Informationsbeständen, die in irgendeiner Weise aus anderen Gründen erhoben worden sind. Und es kommt ja viel mehr noch auf uns zu. Also wenn man jetzt daran denkt, dass ab übernächsten ja Autos mit einer Einrichtung ausgestattet sein müssen, dass sie im Falle eines Unfalls selbstständig Notrufe. So, und solche Sachen sind ja immer zweiwegig. Nie ist etwas eine einwegige Kommunikation, sondern immer eine zweiwegige und jemand kann darauf zugreifen, wo sie sich gerade aufhalten. Also da ist unglaublich viel, was uns wirklich überwacht und das ist eigentlich eine dramatische Entwicklung. Aber es fühlt sich doch gar nicht so an. Wir fühlen es doch gut und wir haben das Gefühl, dass wir diese ganzen Werkzeuge haben und wir haben die Informationen und wir können ein schönes Leben führen, zumindest in diesem Teil der Welt. Und das fühlt sich gar nicht so totalitär an. Und fühlt sich total super an. Mhm. Und die Attraktivität, die scheinbare, wird ja auch dadurch hergestellt, dass immer gesagt wird, oh, das ist jetzt total bequem. Laden Sie sich die App runter, dann können Sie das und das noch bequemer machen. Oder geben Sie Ihrer Krankenkasse alle Ihre Fitnessdaten gleich in Echtzeit, noch während Sie die Treppe runterlaufen, werden die Schritte gezählt und weitergegeben, dann kriegen Sie ein Fahrrad geschenkt und einen günstigeren Tarif oder was auch immer. Also das heißt, es wird sozusagen scheinbar etwas gegeben. Der Preis, den man zahlt, ist aber ein sehr hoher, nämlich der totale Einblick in das, was man tut, lässt, macht, wo man sich zum Beispiel hinsichtlich seiner Gesundheit vielleicht mal schlecht verhält und so weiter. Das heißt, wir sind schon mittendrin in diesem informationellen Totalitarismus und merken das gar nicht, weil wir uns immer wieder beruhigen. Das heißt, die Freiheit wird gerade abgeschafft, aber wir reden uns die Lage schön. Könnte man das so kurz und knapp formulieren? Ich kann das mal illustrieren. Ich war letzte Woche auf einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema. Und dann sagte ein Podiumsteilnehmer, naja, wer liest schon AGBs? Ja, niemand. Und dann lacht das ganze Publikum und das halbe Podium lacht auch, weil es so unheimlich komisch ist, die Idee zu haben, eine allgemeine Geschäftsbedingung einer App zu lesen, die man sich runterlädt. Während jeder natürlich weiß, dass genau in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen drinsteht, dass die Daten an Dritte weitergegeben und was nicht alles. Ja, und dann findet man das irgendwie komisch, man ironisiert seine eigene Überwachung. Und das finde ich schon einen hochbedenklichen Zustand. Man könnte sagen, der Rechtsstaat löst sich irgendwie auf und Sie beschreiben ja, dass es einen Systemwechsel gibt, der so schleichend passiert und dass dieser, also ich stelle mir immer vor, einen Systemwechsel, ich habe ja nun einen mitgemacht, der ist so abrupt mit der Revolution, da wird ein Land abgeschafft und dann hat man ein neues System. Sie sagen, dass der Systemwechsel so schleichend passiert und wir sind mittendrin? Ja. Also die bedrückende Idee, die ich mal irgendwann hatte, war eben der, wie entsteht eigentlich ein anderes System? Muss das immer mit Mauerfall oder mit Revolution oder mit Uniformen und Gewalt daherkommen und müssen neue Machthaber, die Macht monopolisieren, eigentlich auch irgendwie so aussehen wie im Kino und auch noch sagen, was sie wollen? Oder kann sich ein System auch von innen heraus radikal verändern? Ja, wir haben es eigentlich beim Untergang des Ostblocks so gehabt, dass sich das System wirtschaftlich unterhöhlt hat und schleichend sich abgeschafft hat, bis dann sozusagen der finale Crash kommt. Hier haben wir etwas anderes. Hier werden die Grundverhältnisse unseres sozialen Lebens schleichend verändert, mit ganz gravierenden Folgen. Und daraus resultiert, dass bestimmte Menschen Macht bekommen über andere Menschen, die sie vorher nicht gehabt haben und die ihnen verfassungsmäßig auch gar nicht zusteht. Und da sind ja nicht unbedingt Politiker oder Regierungen gemeint, sondern eben auch Konzerne. Ich habe im Urlaub das Buch gelesen, The Circle von Dave Eggers, auf das beziehen Sie sich ja auch in Ihrem Buch. Und da wird mir ein bisschen mulmig und schummrig, also auch beim Lesen war das so, weil das alles so positiv daherkommt, diese Konzerne der allen Transparenz und Wohlstand und alles ist toll und alle teilen und es gibt keine Geheimnisse mehr. Muss natürlich jetzt sagen, dass es auch ein Spoiler ist, wer jetzt das Buch nochmal lesen will, sollte jetzt vielleicht abschalten, aber vielleicht auch nicht. Dieser Roman hat Sie auch beeindruckt?
Kolossal. Also nicht, weil er nun literarisch der totale Burner ist. Ich würde den eigentlich beschreiben wie so ein narratives Szenario. Also die Gegenwart wird im Grunde genommen noch mal ein paar Jahre weiter vorausgedacht. Und dann beschreibt er eben, was das eigentlich alles bedeutet. Also da kommt ja auch die Figur des total transparenten Politikers vor. Ja? Oder der vollständigen, jederzeitigen, überall auf der Erde befindlichen Kameraüberwachung. Aber alles zum Wohle der Menschen. Und alles zum Wohle der Menschen, und man kann, dann kommt man sofort auf Gedanken, wo man eine Gänsehaut kriegt. Ich komme ja nun eigentlich so aus der Nachhaltigkeitsbewegung, und das ist für uns ja ein großes Anliegen, dass Menschen ihr Verhalten verändern und sowas, ja. Und dann muss man einfach mal sehen, dass was mit diesem Thema Smart Home verbunden ist, natürlich jeder Form von Überwachung Tür und Tor öffnet, ja. Wenn ihr Thermostat weiß, wann sie nach Hause kommen, oder das schon weiß, bevor sie kommen, oder ihr Auto, wenn sie aus dem Büro kommen, dem Computer zu Hause meldet, dass er jetzt bitte schön die Heizung oder die Klimaanlage hochfährt, ja, dann läuft das alles unter dem Motto Energie sparen, schöne neue Welt, ja, das Haus regelt jedes Ding für mich selber, aber das sind alles Überwachungstechnologien. Das, also da weiß etwas und demzufolge auch ein Mensch am anderen Ende, wann sie nach Hause zu kommen gedenken oder ob sie auf dem Weg nach Hause nochmal irgendeine kleine abwegige Tour unternehmen. Und das ist natürlich, wir sind im Grunde genommen in wesentlichen Teilen schon da, wo Eggers das beschreibt. Und ich bin erstaunt darüber, wie wenig Leute das beunruhigt. Beim Frappieren wird es ja, finde ich, bei den Krankenkassen, wenn man dann sagt, okay, du, wenn du diese App installierst und dann mal guckst, wie dein Gesundheitszustand ist, kriegst du einen besseren Tarif, und wenn es dann alle machen und du das nicht machst, dann bist du vielleicht Extremsportler oder verhältst dich irgendwie nicht gerade gesund. Da geht es los oder hört es auf? Ja, also das ist eben das Verrückte an der Sache, dass man halt sehen kann, wie schnell sich die Norm verändert. Also das bei den Gesundheitsüberwachungs-Apps wird es einfach so sein, die Krankenkassen dürfen ja gar nicht das Solidarprinzip von sich heraus aufgeben. Aber sie können natürlich Anreize schaffen, ja, dass wenn ich meine Daten zur Verfügung stelle, dann kriege ich eben irgendeinen Bonus oder ich kriege ein Fahrrad oder wie auch immer. Mittelfristig wird das natürlich übersetzt werden in Tarifänderungen, zunächst zugunsten derjenigen, die sich dann wünschenswert verhalten. Langfristig aber natürlich so, dass eine neue Norm etabliert wird und diejenigen, die sagen, nö, ich möchte mich nicht gerne überwachen lassen, natürlich dann die Ausnahmen bilden und damit automatisch gewissermaßen zu Störfällen wären. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das noch Normalverhalten. In 5 Jahren ist es sozusagen ein Störfall, was völlig verdächtig ist. Warum will der sich denn eigentlich nicht überwachen lassen? Möchte der die Krankenkasse schädigen oder was auch immer? Und das erleben wir allenthalben. Oder man muss mal an die Geschichte denken, die vor einigen Monaten durch die Presse ging, dieses Social Freezing, also das Einfrieren von Eizellen junger Frauen, damit die erstmal Karriere machen können und dann, wenn sie soweit sind, das wieder einsetzen können und dann schwanger werden können. Erstens weiß kein Mensch, warum das ausgerechnet Social Freezing heißt. Ich weiß nicht, was das Soziale daran ist. Aber die Folge wird sein, dass Frauen, die das nicht machen möchten, und sagen, ich möchte gerne mit 25 ein Kind haben, ich halte das für ein gelungenes Alter dafür, sozusagen dann außerhalb der Norm sich aufhalten und Arbeitgeber sagen werden, naja, hör mal, das wollen wir jetzt aber nicht, du bist jetzt im leistungsfähigen Alter, kannst du bitte nochmal 10 Jahre warten. Und warum will die das dann? Ist sie schon sozusagen abweichend und merkwürdig. Und das sind im Grunde genommen, finde ich, unglaublich erschreckende Entwicklungen, die aber nicht Zukunft sind, sondern heutige Gegenwart. In was für einem System leben wir eigentlich? Wir haben ja diese Dreiecksbeziehung Demokratie, Rechtsstaat und Kapitalismus. Da gibt es Menschen, die sagen, wir brauchen weniger Wachstum, müssen den Kapitalismus abschaffen, aber Demokratie und Rechtsstaat sind wichtige Säulen für die Zivilisation und für die Gesellschaft. Wenn Sie jetzt sagen, dass der Rechtsstaat schon am Bröckeln ist und Mitbestimmung und Autonomie auch schon nicht mehr da ist, in was für einem Gesellschaftssystem leben wir denn eigentlich? Es ist schwer zu beschreiben, oder? Na, ich würde das jetzt umdrehen und sagen, Gott sei Dank leben wir in einem Rechtsstaat und in einem Verfassungsstaat, dass die Unverletzlichkeit der Person, die Unverletzlichkeit der Wohnung, die informationelle Selbstbestimmung festgeschrieben. Und man muss jetzt mal darauf bestehen,
Man muss sich selber und diesen Staat ernst nehmen, weil das ist eine Form von Staatlichkeit, die uns Freiheit garantiert. Ja, keine andere Form von Staatlichkeit garantiert diese Freiheit. Niemand möchte wahrscheinlich gerne unter chinesischen oder russischen oder was auch immer Verhältnissen leben. Das heißt, wir schätzen das ja wert. Und wenn man das wertschätzt, dann muss man auch ernsthaft dafür eintreten. Und dann muss man darauf bestehen, dass eben solche Dinge, wie sie jetzt gerade publik geworden sind im Rahmen des BND-NSA-Skandals, des Abhören des Handys der Kanzlerin, das muss man verdammt nochmal ernst nehmen und die politischen Eliten müssen das auch ernst nehmen. Das kann man nicht abtun mit irgendwie, oh, da ist wohl ein Fehler passiert oder Abhören unter Freunden geht ja gar nicht. Hier geht es um Verfassungstatbestände, die gebrochen werden und das muss viel ernsthafter behandelt werden. Wenn ich Ihr Buch nicht ganz zu Ende lese und vielleicht auch noch das Buch von Dave Eggers, The Circle, lese, dann kann ich ja deprimiert nach Hause gehen und sagen, geht alles im Bach runter und ich warte noch auf den Untergang. Allerdings in den letzten Seiten, in den letzten Kapiteln des Buches sagen sie, naja, wir können schon ein bisschen was machen. Nicht nur ein bisschen was, die Menschen können was tun. Da werden sie am Ende nochmal optimistisch. Woher ziehen sie denn ihren Optimismus? Ja, aus dem kann ich mich eigentlich nur wiederholen. Wir haben das Privileg, in einer freien Gesellschaft zu leben, die jedem einzelnen Bürger, jeder Bürgerin Rechtsgarantien zur Verfügung stellen, die auch einklagbar sind. Nur Demokratie setzt voraus, dass jeder auch für diese Demokratie eintritt. Das heißt, man darf sich diesen Kram nicht gefallen lassen. Und bloß weil irgendwas bequem ist, sollte man sich nicht jede beschissene App runterladen oder auf alles eingehen, sondern sagen, nein, mein Haus wird niemals ein Smart Home werden. Nein, ich werde es niemals zulassen, dass ich an der Supermarktkasse mit meinem Handy bezahle und all diese Dinge. Die Leute müssen einfach mal verstehen, was sie aufs Spiel setzen. Das ist ja das eine Smart Home, aber wir reden ja vielleicht noch abschließend jetzt über diesen libertären Paternalismus. Also das heißt, dass Politikerinnen und Politiker mich so anstupsen und sagen, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Also eine politische Steuerung, die Leute gar nicht spüren. Ist das nicht auch so dieser väterliche Staat und der steuernde Staat, ist das nicht auch ein Problem? Ja, also wir haben das erwähnt, um ein Beispiel dafür zu geben, dass das scheinbar Gute, auch hier geht es ja um umweltgerechtes Verhalten, nicht automatisch auch das demokratisch Gute ist. Ja. Und diese Form der Strategie, man entwickelt sozusagen regierungsamtlich Manipulationsstrategien, damit Leute sich besser verhalten, das ist, finde ich, unangenehm, das hat einen Geschmack, das finde ich persönlich jetzt aber nicht so arg dramatisch wie das, was in diesem informationellen Bereich wirklich passiert. Ja, und das heißt, sich widersetzen, sich Gedanken machen, sich mit Leuten zusammentun und darüber reden, ist ein Anfang. Aber auf jeden Fall. Und auch vor allen Dingen, ich meine, mal wirklich bewusst damit umgehen und gucken, wie kann ich eigentlich meine Sachen verschlüsseln, welche Suchmaschinen kann ich benutzen und so weiter und so weiter. Also man ist ja nicht machtlos in diesem ganzen Spiel und vor allen Dingen muss man mal die politischen Eliten in dieser Weise mal wirklich wachrütteln und sagen, Freunde, mit dieser Blauäugigkeit könnt ihr nicht mehr durch die Welt laufen. Ihr habt eine Verantwortung für die Einhaltung rechtlicher Garantien und tretet bitte dafür ein. Sonst werdet ihr nicht mehr gewählt. Das heißt, um es mal pathetisch zu sagen, wir müssen uns widersetzen gegen den staatlich-informationsindustriellen Komplex und das möglichst nicht allein. Ganz genau. Das sagt Harald Welzer, der ein Buch geschrieben hat, gemeinsam mit Michael Pauen, Autonomie, eine Verteidigung im Fischer Verlag erschienen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und vielen Dank und noch einen schönen Tag. Ja, danke sehr. Tschüss.